Unter dem Motto Laufen für den guten Zweck wurde an Christi Himmelfahrt der 16. Höchster Kreisstadtlauf ausgetragen. Wie sieht es denn jetzt so aus für eine Funktionsteilalternative in Groß-Wiewas heute? Die immer super organisiert, dank an das Kreisblatt und alle, die ehrenamtlich helfen, an den Strecken stehen, ist ein super Lauf und die Resonanz und die Glücksgefühle im Ziel geben einem da recht auch weiter. Gute Läufer. Über 1500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer liefen und walkten die rund 10 Kilometer lange Strecke von Hochheim bis zum Schlossplatz nach Frankfurt-Höchst. 25 auf den Kilometer. Dirk Weigel, Konstantin Pietrowski, nächste Läuferin, die 13:28 Edith. Mit einer Zeit von 33 Minuten und 8 Sekunden war der Kenianer Elisha Rotich der klare Sieger des Laufs. Der Erlös durch die Startgebühren kommt der Leberecht-Stiftung zugute, die sich für behinderte und benachteiligte Kinder einsetzt. Jetzt kommt die vierte Läuferin, Iris Haupt, DLK Flörsheim. Laufzeit 40 Minuten gleich 40 Sekunden. Der